Ja, Plünderer Höhle 1. Gut, dann machen wir die nochmal. Großer so. Gott, Jake, pass auf! Plünderer! Ja, ich weiß! Au. Hallo. Und los. Bam. Ah, das ist die erste Plünderer Höhle, die ist um einiges einfacher. Außer wenn ich sie fahre. Denn ist alles schwer. Ah, ich hoffe, ich schreie hier nicht zu laut. So. So. Und bam. Wow. Huch. Warum auch immer. Ah, ich glaube, wir brauchen 500, ne? Verlier sie nicht aus den Augen. Ich doch nicht. Ah, cool, wir haben die 500 wieder. Super. Dann ist der Perlendetektor auch sicher für uns. Wow, das war fies. Wow, das war noch fieser. Wow, das war fies. Schneller, schneller. So, durch hier und los. Und ab. Und hab. Und hab. Und ab. Ah, fast haben wir ihn mit der Kiste getroffen. Ob ihn das auffällt? Ich habe keine Ahnung. Apropos, kann man die Mine nicht kaputt schießen? Nee, leider nicht. Schade. Das wär's ja. Alleine die ziehen uns 100 ab und hier nicht wesentlich mehr. Bam. Bam. Tja. Wo bist du? Bis Kerl. Geh kaputt. Und eine weitere Perle. Leg dich nicht mit uns an. So. Und dann würde ich sagen, auf geht's, ab geht's. Wir holen uns den Perlendetektor. Ah. So. Es gab noch mehrere Plünderer-Dinger, das weiß ich. Wo ist die Stadt? Da ist die Stadt. Wow. Langsam müde. Fußgängerzone. Nein, falsch. Da ist die Fußgängerzone. Ja, ja, die Alpha-Abteilung. Bla, bla, bla. Alles nur dicke Luft, was bei denen rauskommt. Nein, hier bin ich falsch. Ach komm, essen wir mal ein. Können wir uns mal heilen hier. Und gehen in Mingzus Geschäft, der auch regelmäßig neue Perlen reinkriegt. Wohlgemerkt. Muss ich mein Konto wieder integrieren? Ja, guck mal, da hat er schon die nächste Perle. Ah, na, na, na. Ja, da gehe ich gleich rein. Konto-Identifizierung. Okay. Ach, verdammt, kostet 3000. Yeah. Hm. Ja. Haben wir wohl doch zu wenig. Hm. Wo können wir jetzt nochmal auf die Schnelle 250 Geld machen? Bist du ein Tier, was ich noch nicht hab? Ah, schade. Ah ne, wir hatten ja hier alles, ne? Hm, verdammt. Okay. Hm. Wie komme ich auf der Schnelle an Geld ran? Geld ran? Puh, indem ich wetten gehe. Das wär's doch. Wetten für einen Perlendetektor, damit wir nicht nochmal in die Fabrik nachher später müssen. Damit wir gleich alles da einsammeln können. In der Akuda Bar. Doch da oben. Ich will nicht 100 setzen und nur 200 kriegen. Dann mache ich das lieber so. Kann ich spielen. Bitte stecke zuerst deine Karte in den Decoder. Willst du dir einen trinken? Die erste Runde geht auf mich. Ja, viel Spaß. Ich setze 200 Einheiten. So, aufpassen. Okay. Ja.
Den habe ich auch noch. Den habe ich auch noch. Den auch. Den auch. Und den habe ich auch. Und den habe ich auch. Und den auch. Und ja. Ich hoffe doch, dass ich recht habe. Jawohl. Aber ich glaube, ich muss noch mal machen. Ich habe noch keine 3000. So, noch mal 200. Da fehlt uns 46. Okay. Ja. Okay. Der war fies. Aber ich habe ihn noch. Genau da. Haha. Dankeschön. Wir sehen uns bestimmt wieder, junge Frau. Du hast Talent. Naja, ich habe einfach nur gute Augen. So, Perlendetektor. Mein Perlendecoder oder wie auch immer. Sie verkauft, glaube ich, auch öfters PB1. Hey, Paige, du bist im Weg. Und sie hat auch schon wieder eine Perle. Sehe ich gerade. Für wie viel denn? Egal, die können wir uns sowieso jetzt noch nicht leisten. Kaufen wir uns später, wenn wir aus der Fabrik wieder raus sind. Linkzus Geschäft. Ich bin ein bisschen müde. Ja. Hallo Mingzu. Ja, ich hätte gerne. Identifizierung. Okay. Danke. Und ja, der Perlendecoder. Digitalisierung abgebrochen. Gut, danke schön. Mehr Geld habe ich nicht. Du machst mich pleite, Mingzu. Sehr pleite. Sehr, sehr pleite. Huch. Wo müssen wir längs? Da unten. Sie macht mich auch noch pleite mit der Perle da. Gut, dann gehen wir jetzt in die Fabrik. Damit ich die Aufnahme beenden kann. Ich hoffe, ich nehme jetzt auch eine gerade Zahl auf. Egal. Wenn nicht, dann ist so. So. Ich muss mich echt mal an die ganzen Tastenbelegungen gewöhnen. Was regel ich da? Ich habe keine Ahnung. So. Ja, ja, ihr labert alle nur, ihr labert alle nur. So. Fabrizius müsste da sein. Jetzt ist bestimmt auch wieder die Ladung da, ja. Mal gucken. Massaker. Oh, okay. Die Wildtasten drücken. Für Einheiten. Halt. Au. So, danke. So. Fabrik. Da hinten sehen wir sie schon. In der Ferne aufblitzen. Nein! Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Ja, ja, ich wollte sowieso da längst, du Vollpfosten. Du kleiner Vollspacko da, ne? Danke. Da geht's eh nur in die Stadt, du. Ah. Ich wollte aber dahin. Da hätte ich doch hier bei der schwarzen Insel rausgehen können. Ja. So, um in die Fabrik zu kommen. Ich hätte den anderen Ausgang einfach nur nehmen müssen. Hier müsste auch noch so ein kleiner Verrückter sein. Sogar diesen Weg haben sie gesperrt. Normalerweise kam man von hier direkt zur Fabrik. Ja. Aber wir haben es ja geschafft. Und sind nun in der Fabrik. Naja, am Fabrikeingang. Oh, und gleich der erste Horax. Und da ist dieser Fisch, den ich eigentlich schon viel früher hätte fotografieren wollen. Okay, gleich actiongereich geht's hier los. Erstmal fotografieren wir den Fisch.
mit einem Vorax drauf. Ah ne, Korax. Was? Na egal. Vorax Nocturnus. Vorax? Davon sehen wir in letzter Zeit immer mehr. Ich hoffe, das ist der Vorax und das ist der Korax. Ja. Wo sind wir? Da. Ja, okay. Vorax und Korax. Aha. Ähneln sich sehr vom Namen. Muss ich schon sagen. Aber komm, erstmal. Da. Lassen wir mal unsere Karate-Attacken spielen. Runter von mir, Elendes! Ach du. Mistvieh, Vorax. Es ist ein Vorax, Page, ein Vorax. Und hier. Danke. Bitte. Hopp. Ah, ein Code. Den sollten wir fotografieren. Ja, das ist der Code, den wir vor ein paar Tagen entziffert haben. Ich schicke ihn euch. Alles klar, danke. Ah, das ging ja schnell. Bist du schon da, Shawnee? Vergiss nicht, dass die Gouverneurin dir helfen kann, wenn du Probleme hast, mit einem Code durch eine Militärtür zu kommen. Schick ihr einfach ein Foto von dem verschlüsselten Signal. Alles klar. Habe ich schon gemacht. Ich war schneller als ihr. Wenn er ihn nicht geändert hat, lautet er immer noch: Viel Glück. Ja, H4S6. H4S6, H4S6, H4S6. H4S6. Ich hoffe, das war richtig. Ja, cool. Yay. Und auf geht's, ab geht's nach draußen. Kann ich hier irgendwo speichern? Los geht's. Naja, mach mal auf. Ratten. Habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, man erkennt ja auch so viel von Rattus Gigantus. Die mag ich vom Namen. Arbeit. Oh ja. Ja toll, jetzt darf ich den Rest machen. Fies. Okay. Wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade. Keine Angst, Onkel Page. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Shawnee, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Okay. Komm her, du Mistvieh. Cool, einfach mal so eine Ratte treten. Hopp, und kicken. Und ducken und laufen. Und hopp. Ja, voll rein. Es tat weh. Erstmal ausmachen. Halt durch, Jade, ich komme! Mir geht's gut. Was meinst du? Sieht nicht gut aus. Aber dort sind einige Kisten. Wir müssen mehr herausfinden. Schätze, das wird ein höllischer Bericht. Ja, aber vergiss nicht, Jade. Spiel bloß nicht mit den... Spiel bloß nicht den Helden. Schieß auf alles, was dir komisch vorkommt. Und dann nichts wie raus hier. Okay. Ich denke mal, ich muss dir die Kiste schieben. Brauchst du Hilfe? Ja, es sieht so aus. Hau rein jetzt. Schwein. Immer diese Schweinchen. Sitzt fest. Okay. Und jetzt müssen wir von hier nochmal ran, Page. Das schaffe ich nie allein. Ja. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade. Oh, der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ha, so viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Echt so? Oh.
Ein Reaper? Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und es sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Wohl wahr. Wohl wahr. Aber was wir hier alles noch erwarten... Erstmal speichern. Spiel speichern. Yep. Yep. Aufzugraum, alles klar. Und was wir hier alles noch erleben werden, erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Beyond Good and Evil. Ich verabschiede mich. Bis dann.